Hallo zusammen, der Gesellschaftsreporter Alexander Kurz hat seit gut einem Jahr eine eigene Talkshow hier im Varieté Wintergarten, Kurz auf der Couch. Sein letzter Gast war Dieter Kosslick. Auch ich durfte Mr. Berlinale interviewen. Wo? Natürlich hier bei Kurz auf der Couch. Jeden ersten Montag im Monat saßen schon dieses Jahr Malte Kelly, Armin Rohde, Wladimir Kamine, Adele Tawil, Jürgen von der Lippe und Roland Kaiser auf dieser Couch. Heute war Dieter Kosslick, Mr. Berlinale, 18 Jahre lang gewesen. Toller Typ, ich sage immer scherzhaft, er hat George Clooney auf seinem Handy auf Kurzwahl. Gucken wir mal, vielleicht testen wir das nachher mal. Und er hat einfach einen wahnsinnigen Humor. Der Mann ist so aus sich raus schon so unterhaltsam. Deswegen habe ich auch, eigentlich heißt es ja Kurz auf der Couch Dieter Kosslick, aber ich habe für den Fall, dass er hier das Heft an sich reißt und ich nicht mehr zu Wort komme, habe ich auch noch eine andere Einblendung vorbereitet. Dann benenne ich die Show kurzerhand um in die Dieter-Show. Jetzt ist er hier, Mr. Berlinale, 19 Jahre Berlinale. Jetzt sitzen Sie hier ganz entspannt auf der Couch von Kurz. Naja, ich muss mich ja jetzt auch nicht hier reinhängen. Das ist ja jetzt eigentlich die Hochzeit, wo es die Vorbereitungen laufen für die nächste Berlinale. Und das kann ich jetzt natürlich ganz entspannt mir ansehen und drauf warten. Ja, das ist nun mal so, wenn man nicht mehr der Chef ist, dann ist man ja auch ein bisschen entspannter. Also geht es Ihnen gut und nach 19 Jahren sind die schnell vorbeigegangen, oder? Also für mich sind sie komischerweise schnell vorbeigegangen, aber so im Nachhinein habe ich dann doch gemerkt, das waren ja 19 Jahre Berlinale, aber beim Film waren es fast über 35 Jahre, als ich in Hamburg begonnen habe. Also das ist dann doch schon eine sehr lange Zeit und ja, dann ist es auch gut so, wie man sagt, ja. Sie haben ja die Welt kennengelernt, Sie haben die Stars, Hollywood, alle kennen Sie, Sie kennen Sie als Mr. Berlinale. Man fragt Sie, was waren die schönsten Momente, aber jetzt möchte ich Sie fragen, was waren denn so die chaotischsten Momente während der ganzen Zeit? Naja, also das ist der längere Abend, ja. Also jedenfalls haben wir versucht, das natürlich zu verbergen, aber einige Sachen waren natürlich nicht zu verbergen, zum Beispiel die Eröffnung. Vor 19 Jahren, das war eine der chaotischsten Eröffnungen, aber die trotzdem am besten funktioniert hat. Und zwar gleich zum Eröffnungsabend lief es alles schief, was schief laufen kann. Wir hatten Michael Ballhaus, ein Freund von mir, der sollte moderieren, zusammen mit der wunderbaren Rena Harfuch. So hatten wir die beiden zusammengebracht und die hat noch nachmittags geprobt. Und abends, als sie auf die Bühne ging und das Ansage in Anwesenheit des Kanzlers Schröder und natürlich aller Prominenten und alle, die geguckt haben, wie es jetzt anders geht, ist sie nicht zum Mikrofon gekommen. Denn jedes Mal, wenn sie einen halben Meter dran war, hat es gepfiffen, so laut. Es war fürchterlich. Also es war ganz fürchterlich. Und es hat nie aufgehört. Immer wenn sie wieder dran gegangen ist, so. Und nach 5 Minuten habe ich das dann nicht ausgehalten. Michael Ballhaus kam übrigens auch nicht. Der war in New York bei Scorsese und dann hat es Herr Zischler Gott sei Dank übernommen. Der hat das auch ganz schön gemacht, obwohl er da eingesprungen ist. Und dann bin ich über die Sitze gesprungen und bin nach vorne gegangen und ich hatte ja keine Rede, das sollten die ja machen. Und habe da irgendwie 2,5 Stunden, jedenfalls hat es Schröder nachher gesagt, der Kosslick hat da 2,5 Stunden geredet, so in Englisch und in Deutsch und habe dann auch dann jeden Fehler gemacht, den es in Englisch gibt. Und ja, wunderbares Englisch. Ja, damals noch besser und habe dann auch noch gesagt, no pants anymore, was eigentlich heißt, keine Pfannen. Ich wollte natürlich Pannen sagen, aber ja. Es heißt eigentlich Pfannen. Aber dann war es trotzdem wieder gut, weil man irgendwie gedacht hat, naja, das ist jetzt irgendwie total witzig. Und unten stand Bab, die da spielten zur Eröffnung und die guckten, wie dann nachher Niedecken gesagt hat. Und wir mussten da mal fast 1,5 Stunden auf den Hintern des Kollegen Kosslick gucken. Ja, also das war ja wohl ein Ding. Die standen da unten, wurden dann hochgewarnt, haben schön gespielt. War ein ziemlich chaotischer Abend, aber die Berlinale war neu im Schaumbad des Chaos geboren. Und dann, ab dann ging es bergauf. Wie fanden Sie denn jetzt Ihren Abschied und
Ja, dass alle traurig waren. Es waren alle traurig. Ja, das war melancholisch. Man wird ja eigentlich, normalerweise ist man ja nicht traurig, wenn Leute so lange da sind und gehen. Aber es war wirklich melancholisch. Und also das Größte war natürlich am Schluss mit dem Bärenüberreichung. Aber vorher, am Freitagabend im Friedrichstadtpalast, eins meiner Lieblingskinos, weil das ist einfach die Westkurve des Kinos. Ja? Und da war die Stimmung immer am besten. Ich mochte die Leute, das war eine ganz andere Atmosphäre. Und als ich da reinkam, der letzte Film war Die Toten Hosen, der Film über Die Toten Hosen. Und als ich da reinkam, plötzlich diese 2000 Leute, die da gesungen haben, he was a very good fellow. Also da musste ich dann doch schon eine Träne abdrücken und muss sagen, also wenn es schöne Abschiede gibt, dann hatte ich einen schönen Abschied. Sogar die BSE hat eine Widmung gemacht. Haben Sie das gesehen? Ja. Ja, ich weiß nicht mehr, was drauf stand, aber hat mir jemand ein Foto geschickt, dass ich auf dem Mülleimer drauf bin. Und dann dachte ich, cool, also immerhin, wir sind ja auch für Recycling und für diese ganzen Dinge. Wer ist schon auf dem Mülleimer in seinem Leben? Ne, es war schön. Jetzt sitzen wir hier bei Kurz auf der Couch und ihn kennen Sie ja auch schon bestimmt einige Jahre. Naja, man ist sich ja da nahe über die Jahre und die Armen, die müssen ja immer irgendwas schreiben, was ja auch nicht so ganz einfach ist. Ja. Oft sind es ja noch dieselben Leute und dann muss man irgendeinen Twist finden, damit es noch interessant ist. Das ist ein hartes Brot, Gesellschaftsjournalismus. Den Kollegen Kurz kenne ich lange, der hat seinen Humor auch nicht verloren, stand da immer rum und schaute sich vergnügt die Welt an, die ja auch ein bisschen verrückt ist, und hat sich wahrscheinlich seinen Teil gedacht, das werden wir vielleicht heute Abend noch hören. Wir freuen uns drauf und ich hoffe, Sie kommen als Gast zur Berlinale zunächst. Ja, selbstverständlich, wenn ich eine Akkreditierung bekomme, auf jeden Fall. Kurz auf der Couch, am 6. Januar mit Karl Dahl. Weitere Infos gibt es unter www.wintergarten-berlin.de.